Voller Begeisterung, Enthusiasmus sitzen wir da nach den Playoffs von der Harvey NFL Ligen inklusive Relegation und allerlei. Also das wird eine richtig gute Folge, weil es ein richtig gutes Spiel gehabt. Dank euch, Freunde, herzlich willkommen zum Endzone.ch Flag Football Talk. Ihr seht es, meine Kamera ist jetzt nicht optimal, aber die wirklich schöne Gesichter sind auch die nebendran. Da haben wir zum einen den Philipp Schweizer. Ich bin froh, dass ich jetzt als erstes genannt worden bin. Also das, schon, ja. Das ist sehr gut. Ja, nein, das, danke dir vielmals. Aber Philipp, jetzt, weißt du, wenn wir die nächste Vorstellung machen, das müssen wir dann noch absprechen, oder? Weil bis jetzt bist du NFL A Quarterback, oder? Und jetzt ist der Teich halt nicht mehr ganz dir. Ich kann immer noch sagen. Ich bin der Einzige. Aber jetzt kommt er, jetzt kommt jemand in dein Gewässer rein, und zwar der Aufsteiger in die Harvey NFL A. Sein Team in der Relegation angeführt, Cedric Arnold. Ciao zusammen. Sali zusammen, ihr habt es natürlich jetzt gehört. Wie eh und je. Was? Er ist humble. Das Ciao zusammen langt ihm nach wie vor. Er braucht nicht mehr. So gut. Das ist ja, aber das. Jetzt ist... Wir haben den Circle gebrochen. Wir haben eigentlich haben wir immer gesagt, wir sind A, B, C Vertreter. Ich habe mich daran gehalten. Und Sedi ist einfach so, gar nichts gebrochen, oder? Mhm. Ja, siehst du. Commitment da von meiner Seite ist also Wahnsinn. Und, er ist ein Spieler im A und Coach im B. Ich kann sie ja immer noch so ein bisschen versuchen wahrzunehmen. Fair, das stimmt. Das ist okay. Wir hätten jetzt auch nächstes Jahr dann sicher 3-4 Wochen noch mehr, wo er muss noch immer ziehen muss, wo er vorher nur ein Ort hat. Langsam mit einem Fulltime-Job. ja, also die an den Playoffs gewesen sind, zuerst mal danke vielmals Luzern Pikes fürs Hosten. Die haben, Leute, die aber dort waren, haben gesehen, dass sie einen sehr schönen Stand dort hatten. Und zwar ist Mike's Gear und Snapshot vor Ort gewesen. Der Mike und der Sascha selber mega cooles Angebot an Sachen haben sie gehabt. Und sie sponsert ja den Podcast. Und wegen dem, nicht nur wegen dem, ich will sagen, sie haben zwar den Stand gehabt, dort haben ein Produkt gesehen, ihr habt auch Produkt von unserem zweiten Sponsor gesehen, mit der Unbreakable-Brille. Glorify mit der Unbreakable-Brille. Mike's Gear und Snapshot hat einen riesen Sale, also bis zu 40-50% ist da Off-Season-Rabatt, also jetzt ist eigentlich Zeit zum Zuschlagen und ihr wisst, wer aufsteigen will und Titel gewinnen will, fängt jetzt schon in der Off-Season an damit. Also, könnt ihr mal vorbeischauen, online oder im Laden, da gibt es ganz, ganz viel gute Rabatt. Und selbstverständlich ist Giz wieder am Start. Und weil ich das letzte Mal nicht im Podcast dabei war, habe ich das nicht sagen können. Giz ist jetzt in der ganzen Migros-Ostschweiz vertreten. Von dem her, Philipp, du bist gerade in Zürich, du bist gerade so an der Grenze. Aber wer zu Winter ist und Broncos erwartet zum Beispiel, dass man ein Besuch in der Migros macht, das wäre mega schön. Erwartet ist falsch ausgedrückt, aber erwünscht wäre es. Ja. Thurgauer Generals und wer sich da alles umtummelt in der Region, geht mal vorbei. So, und jetzt kommen wir zu den Playoffs. Ihr seid alle dort gewesen. Die erste wichtige Frage ist, wie ist es von der Organisation, der Game Day gewesen, wie habt ihr das empfunden? Es ist soweit sehr gut organisiert gewesen, denke ich. Prinzipiell, die Felder sind sehr schön eingezeichnet gewesen, ja, mit super noch Yardlinien und so, es hat wirklich sehr, sehr gut ausgesehen. Die Information, dass der Stream kommt, ist ein bisschen spät gekommen. Aber sie haben einen gemacht, von dem her ist cool. Ich habe dann mit dem Noah darüber geredet und gesagt, ja, Bestätigung, ich bin bei der ersten, irgendwie wirklich, dass alles klappt. Ich hatte, glaube ich, den ersten Tag vorher wirklich definitiv gehabt, oder zwei Tage vorher, irgend sowas in der Größenordnung. Felder sind halt, wie es so geregnet hat, mega weich gewesen. Haben halt recht nahe, aber das ist wie, da kannst du nichts dafür. Also, ich finde für so Playoffs und halt, wir haben jetzt so mega Glück gehabt mit dem Wetter, prinzipiell im September, dass es noch so warm war. Es war mega nice gewesen. Sonst sind wir ja mit irgendwie Downy-Jacken und dort schon am Rumstehen. Von dem her cool. Also, im Vergleich jetzt zu Basel, zu letztes Jahr, finde ich, die Tribünen-Situation ist jetzt nicht halt die gleiche. Ist nicht ganz die gleiche Ausgangslage, das war schon cool gewesen. Dafür ist wie eine andere Stimmung, wirklich dann auch an den Finalspielen sind wirklich die Felder, sind stehen halt überall Leute ringsum. Das ist von dem her eigentlich auch noch nice, das ist halt ein anderes Feeling. Seri? Ich habe es auch sehr, sehr cool gefunden, sehr gut organisiert. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen
unglücklich war, die ersten Spiele sind ja relativ weit auseinander gesehen. Dort sind ja die Felder, eigentlich bei einem normalen Trainingsfeld, glaube ich, gesehen. Das war vielleicht schon ein kleiner Schönheitsmakel gesehen. Schon sehr, sehr cool von den Feldern her, auch mit einem Livestream. Das Verpflegungsangebot habe ich auch sehr cool gefunden, auch vom Angebot her. Und die Markierung von den Feldern. Ist natürlich nochmal ein Level up gewesen, State of the Art, mit sogar den Nummern noch angeschrieben, so Yard eigentlich noch eingezeichnet und so, wirklich sehr, sehr cool. Ja, und der Bär dokumentiert hat, der hat dir auch mega Freude gemacht, gell, Sedi? Ja, das habe ich super gefunden. Ihr seid das. Erstens, Philipp, deine Ref-Leistung war schlecht gewesen. Und zweitens, dann schnurrt der die ganze Zeit, nein, da kann ich mich überhaupt nicht konzentrieren. Was sagt er? Weißt du, das ist überhaupt nicht. Das sagt er, ich habe wieder schlecht geworfen. Nein, da reg ich mich auf, das geht nicht. Und der Beat, ja, die Aussagen sind jetzt nicht ganz korrekt gesehen, wie, so wie ich sie tätigt habe, aber im ähnlichen Rahmen. Ja. Also und gewisse Leute haben ihm sogar haben applaudiert, wo er gewisse Sprüche gemacht hat. Zum Beispiel, im Finale vom A, wo irgendwie noch, ich weiß nicht, 2-3 Sekunden zu spielen waren. Und er sagt, es ist schon faszinierend, wie Männer können 2 Sekunden so rauszögern. Da sind die Leute lachend auf der Seite gestanden und haben geklatscht von dem her. Also, es war ein Auf und Ab gewesen, würde ich sagen, mit dem Beat. Es ist auch nicht ganz einfach, weil du musst einfach 4 oder 5 Spiele durchkommentieren. Ja. Also ich habe die Idee hab ich sehr geil gefunden, also ich habe es auch grundsätzlich sehr cool gefunden, dass dort eben kommentiert wird. Beat hat es auch, eben hat auch die Erfahrung, der hat es bei den Guards und so kommentiert. Und dann hat man auch gesagt, du hast mir gesagt, wie man Half oder so ausspricht, dass du das gesagt hast und so. Ja, ist also von dem her lustig gewesen. Wie gesagt, die Idee finde ich mehr cool, wie in Holland haben wir das am King Bowl mal gehabt, dass einer... Plus, es hat einen DJ gehabt dort, und dann ist der Hype gerade so voll anders. Wenn ein Play passiert, und einer ist ein Kommentator dort und so. Das habe ich cool gefunden. Eine sehr geile Idee gewesen. Sonst muss ich sagen, ist, eben so sie als Gastgeber, Pike, sind super gewesen. Es hat auch eben, Game, der hat mega Spass gemacht. Ich finde, zwei Sachen finde ich schwierig für Playoffs. Eine ist, die Infrastruktur als solches. Du hast gesagt, also, wo wir angelaufen sind, habe ich gefragt, wo wir uns irgendwie versammeln könnten und sonst geht es bei der Tribüne. Da haben gesagt, nicht so Intercox. Also, meinst du die 3 Betonklötze? Also, ja, das ist die Tribüne, oder? Und das ist so ein bisschen, hätte es geschifft, hätten wir richtig verloren an dem Tag. Ja. So, das ist. Dann wäre es so richtig scheiße geworden, oder? Und ich glaube, so eine Tribüne für einen Finaltag wäre richtig nice, wenn es irgendwo möglich ist. Und das andere ist, du hast gesagt, Catering, ich nehme mal, du hast einen Salat oder so. Die Leute sind dann zu mir gekommen und gesagt, hey, das musst du erwähnen, Catering ist nicht gut gewesen. Also nicht, dass die Leute das Gefühl haben, dass es auf meinem Mist, weil ich hab dort nicht gegessen, aber es ist ein Hotdog, ich habe gesehen, es ist ein Hotdog, 13 Steine gewesen, mit scharfen Würst und der Salat ist, glaube ich, 14 Steine. Ich habe dort gegessen und die Hotdog war super geil gewesen. Also, ich, keine Ahnung, ja, ich weiß nicht, wie viel das kostet, fairerweise, ja, ich habe es einfach bezahlt, ich weiß es nicht, aber es ist geil gewesen. Weisst du, wie ein Geringverdiener, oder? Ja. Weißt du, einfach so. Nein, aber ich, ja, weißt du, wenn du ein Handy anhabst, manchmal zahlst du einfach, ich schaue gar nicht mehr so, ja. Fair, okay, wenn es teuer war, ist es teuer gewesen, keine Ahnung, aber also, es ist mir auch aufgefallen mit dem Preis, ich habe das Gleiche dazu, ja. Habe ich gesagt, okay, es sind auch noch ordentliche Preise, wir haben ja auch Hotdogs gemacht, oder, und dann so ein bisschen den Vergleichswert gehabt von unserem Game Day, aber es ist natürlich eine Firma gewesen, die das gemacht hat, oder, es sind nicht irgendwie Leute gewesen vom Verein, oder, das sind, sie haben in der Produktion natürlich die Aufwand gehabt, oder, um das Ganze zu machen, plus die Leute, die den ganzen Tag dort am Stand geschafft haben, und dann ist natürlich logisch, dass du mit ganz anderen Preisen musst arbeiten, als wenn es Leute aus dem Verein machen. Ja. Und es ist wirklich, also es ist nicht einfach nur ein Hotdog, es ist so mit so Curry-Soßen und Zeugs und Sachen dran. Also es ist wirklich etwas sehr geil. Ja, ich habe es auch gut gefunden. Ja, so Hotdog Berlin-Style, ist das, glaube ich, gesehen. Ja. Ich habe gedacht, mein Feedback nehme ich aus. Ich habe dort nicht gegessen und die Leute haben so zum Ende angefangen rumzuspassen, weil es ist noch die Soße von einem Konkurrenten dort gewesen. Also Konkurrent, wenn du so willst, für mich ist das. Das ist auch ein Startup, weißt du, wo in dem gleichen Bereich. Gibt's nicht, oder? Nein, das Einzige, was die Leute gesagt haben, also mir eben, ist so gewesen, ey, das sind so Hotdogs, das sind 13 Steine, das ist sehr viel. Und jemand hat für sein Kind geholt und dann hat gesagt, ihr seht auf die scharfe Würste und die eher scharfe Soße drauf.
dann hat er gesagt, ja, mein Kind isst nicht scharf, aber eben offensichtlich hat es noch Salat gegeben. Und Subway und Mac sind halt viele von uns noch Jungs gegangen. Auf jeden Fall, aber sonst Bier habe ich... Ja. Das Abfahren war gut gewesen. Bier war gut gewesen, da habe ich mich mehr aufgehalten. Ja, von dem her. Danke vielmals Luzern Pikes für die Organisation. Noah auch sehr ein herzlicher Gastgeber. Was vielleicht noch gesehen ist, etwas noch bezüglich der Parkplatzsituation. Die ist zum Teil ein bisschen kritisch gesehen, respektive man hat einfach nicht mehr weggehen, weil man noch wie zum Teil gar nicht mehr zufahren aufgrund vom FCL-Match, der noch gesehen ist. Ja. Also ich weiss so, zum Beispiel meine Mutter ist kurz etwas trinken, nachher wieder wollte zurück und hat keine Chance mehr gehabt, überhaupt einen Parkplatz zu finden und ist zum Teil, oder ist dann gar nicht hinten auf dem Bowling, bei dem Bowling-Parkplatz angelogen worden. Weil es dann aufgrund vom Match gesperrt war. Oh. Da hätte ich weiss nicht, ob das irgendwie auch können. Ja, aber können... Das ist nicht ihres, also da kannst du nicht machen, oder? Also ja, ich weiß nicht, ob man könnte, keine Ahnung, irgendeine Zufahrt haben, Zufahrtskarte haben für diese Event, dass man weiss, alle Leute gehen dorthin oder eine gewisse Anzahl Parkplätze vielleicht reservieren oder so. I don't know, aber das wäre vielleicht... Ja, gute Chance, dass man nochmal am Sonntag einen Finaltag macht, ist wahrscheinlich nicht so gross. Ja, das ist natürlich... Aber das haben mich eben die Leute auch gefragt und gesagt, du, wieso ist es am Sonntag? Und sie sagen, ja, eben, die Pikes haben gesagt, die Allmende ist so gut gebucht und eben vor allem, wenn Fußball ist und so. Aber etwas, was ich dann schon anders speziell gefunden habe, wir haben ja letztes Jahr, nachdem Playoffs in Basel waren, haben gesagt, ja, nächstes Jahr wird es in Luzern sein. Also wir haben es eigentlich relativ früh schon gewusst. Und das, wir haben jetzt zum Beispiel die Game Days für nächstes Jahr zum Winter auch schon eingegeben. Aber weißt du, dass ein Jahr vor den Samstag nicht bekommst? Ja. Also es wäre schön, Samstag wäre schön. War vorher passiert. Aber ich meinte, wir haben das doch... vielleicht ist dort der erste Absichtsverkündung. Pilatus, nein, sie haben es zwar eben, sind schon ein Jahr vorher gesagt und dann nachher, weiss ich nicht. Also es ist schon 9 Monate echt vorher gewesen, dass es so irgendwie in der Größe noch nicht. Ja. Habe ich das Gefühl. Ja. Ja, eben, aber wie gesagt, die Organisation dort davor kennen, jemand anderes hat gesagt, also du, wenn du das irgendwie Monate vorher weißt, wie kannst du einen Tag vorher sagen, ja, es ist doch nicht Kunst, also es ist dort hinten, oder? Also ich glaube, es ist schon nicht alles in ihrer Macht gewesen von den Pikes, um zu wissen, welcher Platz ist es dann schlussendlich. Also, keine Ahnung. Also. Ja, also sie haben wollen, es ist ihnen ums Zeichnen gegangen, dass einfach der Aufwand sehr gross ist, wenn sie das nochmal nur für, und das ist ja wirklich so ein bisschen von den Dingen her, nur für ein Spiel nochmal machen. Ja. Wenn sie gesagt ja, ist die Kunststraße auch okay? Dann habe ich gesagt, ja, du, ich denke prinzipiell schon, aber das müsstest du irgendwie wieder abklären. Und dann haben sie eigentlich gesagt, sie machen es auf Kunststraße. Und nachher haben sie das dann, glaube ich, beim Zeichnen gemerkt, das ist vielleicht doch nicht so ein riesiges Ding, wenn man es doch noch. Ja. Ich weiß ja nicht genau, was das. Aber danke, hast du dich so gewusst. Ja, ja. Ich denke, du sagst, ja, die Harvey NFFLC, die kannst du da irgendwo im Stall spielen lassen, ist trotzdem noch zu viel, finde ich. Oder so. Aber schön, dass du die Frage seriös beantwortet. Also, wir sind ja da an einer öffentlichen Sendung, dann kann ich so Sachen nicht öffentlich sagen. Du weißt, was ich denke. Und ich bin froh, dass du mir die Worte nur nicht. Und noch schlimmer, ich weiss, was du fühlst, oder? Wenn du die NFFLC siehst. Ich fühle ich nicht beschreiben, wie ich mich fühle. Ich weiß, Wörter können nicht. Nein, ah, so ich kann vor allem Liebe. Weißt du, wenn du so ein, wenn das Kind hast, das einfach etwas nicht kann und du. Das ist einfach. Das ist ja wie dein Kind, du musst es einfach lieben, oder? Und trotzdem. So gesehen ich bei dir, wenn ich dich spiele. Die Liebe ist da, aber so dann auch die Enttäuschung, die Feststellung, wie so, aus dem wird nicht unbedingt genau. Etwas. Wie du mir sagst, du hast mir schon gesagt, ich hätte dich schon angeschaut, du bist ein enttäuschter Vater, oder? Wo? Ja, apropos Enttäuschung, können wir dann noch auf die Liga sehen. Wir haben jetzt gesagt, wir fangen mit der Liga von der Ladies an, oder? Weil das ist alles vom allerfeinsten gewesen, was da abgegangen ist an dem Tag. Nicht nur, weil ich mich wieder mit den Federn von der Warriors Ladies darf schmücken, sondern weil es auch sonst einfach super, super cool war. Und ja, gestartet sind wir mit Parallelspiel. Ich sag mal, wir fangen dort da, wo der Livestream war, ASAZ Nightbirds gegen Zürich Renegades. Übrigens, sorry, Livestream, wo ich noch gesagt habe, danke vielmals Luzern Pikes, haben das gestreamt und haben das jetzt auf YouTube drauf. Man kann das nachschauen, ja. Das ist mega geil, weil ich habe zum Beispiel das Edi nicht spielen gesehen, dort noch kann ich es am nächsten Tag nachschauen. Super, super gut. Also, Nightbirds gegen Renegades. Doch spannend, 33 zu 42 haben Renegades gewonnen.
Was mich aber schon ein bisschen überrascht hat, ist, dass es am Schluss Two Possession war. Und nicht mehr so auf das letzte Ding angekommen ist. Haben die ein Spiel gesehen? Wie haben die es empfunden? Wie ist das gelaufen? Sidi, hast du gesehen? Ja, ich habe auch ein bisschen geschaut. Ich mag mich ehrlich gesagt gar nicht so gut erinnern, weil es sind so viele Spiele gesehen. Es hat mich dumm gehabt. Die Renegades haben, also das ist jetzt nicht sehr ausgereift, aber ich habe das Gefühl, dass die Renegades haben es immer ein bisschen kontrolliert das Spiel. Haben es eigentlich immer relativ gut im Griff gehabt. Mit uns ein bisschen ungefördert gesehen. Der Sieg für sie. Das ist so mein Eindruck gesehen, von dem man gesehen. Ja, also mein Eindruck ist, ich habe nur einen Teil vom Spiel gesehen, nicht alles. Mich haben, ja, die Renegades für mich so ein bisschen einen abgeklärteren Eindruck gemacht gehabt. Gesamthaft, aber ich meine, offensiv haben wir eigentlich von beiden Teams eine überdurchschnittliche Leistung gehabt, also mit 5 und 6 Touchdowns, das ist für die Frauenliga sind das eigentlich recht viele Punkte. Sind sich gut vorbereitet, in der Defensive in dem Fall hat es einfach so ein bisschen wenig Klappen gehabt und ja, was ich, also ich meine, die Valentina hat zwar trotzdem 2 Picks gehabt in dem Spiel, aber sonst habe ich gefunden, haben die Renegades sich eigentlich gut durchgespielt und haben auch nicht jetzt, wie am Anfang von der Saison, wie ich schon gesagt habe, nur auf Cristina gespielt gehabt. Sondern Cristina hat, glaube ich, 1 Touchdown, 2 Touchdowns gehabt. Aber sonst haben wir auch andere Spielerinnen, nämlich zum Beispiel Flora Farago und Lo. Ich habe das Gefühl, hat auch 1-2 Big Plays noch gehabt, wo so wie eigentlich die Breite, die angewachsen ist über das Jahr bei den Renegades, wo ich noch beeindruckend gefunden habe. Also sie haben sich wirklich, ich finde, eigentlich recht gesteigert gehabt von Anfang zu Ende Saison. Einfach so ein bisschen die Spielvielfalt und so. Und von dem her so ein bisschen wie abgeklärt. Ja, also was mich dort überrascht hat, ist, ich habe es ja dann auf dem Stream geschaut, weil ich bei den Warriors Ladies am Schauen war. Und dann siehst du in der ersten Halbzeit, sind es 29 Punkte gewesen, wo die Nightbirds bekommen haben. Und dann denkst du, oh, 29 in der Halbzeit. Sie haben auch 21 gemacht, oder? Aber dann denkst du, oh, jetzt ist schon ein heftiger Schlag. Also irgendwann musst du dann noch stoppen, oder? Weil das, du kannst ja nicht mit der Runrate auf 60 kommen oder so, oder? Und ich muss sagen, eben, es ist, wie du es gesagt hast, bei den Renegades, ich auch in meiner Prediction Anfangsjahr habe ich auch gesagt, ja, sie haben nicht so Weapons und so. Und die einen haben sich wirklich können gut entwickeln, das war mega schön gewesen. Das andere, ich finde, Elena ist als Defense Captain, macht sie einen mega guten Job. Sie macht auch dann gute Adjustments und so. Ein Stück weit, Xenia, Valentina fangen hat einfach auch gut. Nadine hat schöne Bälle rausgelassen. Dass die ein paar Mal punktet und mit dem musst du ja wie rechnen und dann einfach kontern. Und sie haben es richtig gut gemacht. Also gute Spielzeuge, alle am Start gewesen. Ja, ist von dem ein spannendes Spiel. Ja. Ey, manchmal am Schluss bin ich. Manchmal muss einfach ein Team gewinnen. Eben, ich finde, das ist eigentlich von beiden nicht eine schlechte Leistung, sondern eigentlich recht eine reife und gute Leistung, vor allem offensiv. Ja, manchmal, ja, am Schluss machen einfach die einen mehr Punkte als die anderen. Wieder eine Weisheit vom Herrn Schweizer. Ja, Britta. Ja, von dem her schöne, ja, in dem Sinn würdiges Halbfinale, nicht so wie der Harvey NFL C, wo da zu Null schon ein Spiel gestartet hat, oder? Da ist noch Qualität vorhanden. Genau. Okay. Parallelspiel, die ungeschlagenen Galanda Broncos Ladies sind 12-0 in der Liga gewesen, sind in das Halbfinale, haben dann schlussendlich 18-28 gegen die späteren Schweizer Meister in der Winterthur Warriors Ladies verloren. Haben da etwas gesehen? Ja, auch noch ein bisschen. Sie sind einfach immer wieder, Galanda ist immer wieder an Downs gestoppt worden. Beide Teams haben keine Interception geworfen in dem Spiel. Und hey, die Warriors sind einfach sind einfach besser vorbereitet gewesen auf die Spielzeuge, wo Galanda jetzt das ganze Jahr gemacht hat. Und sie haben das einfach können stoppen. Ich hätte jetzt gesagt, was ich gesehen habe, wie gesagt, das ist beschränkt, aber was ich gesehen habe, würde ich sagen, es ist vor allem eine Leistung von der Defensive, die sich da
ja, wo einfach sich durchgesetzt hat in dem Sinn. Ja, da kommen wir gerade darauf zurück. Sedi, was ich meinst du? Ich habe es selber nicht gesehen, ich habe es noch gehört. Einfach zweimal so die Jubelschreie. Ich glaube, einmal, wo wir dann den Game Winner, ich weiß nicht, ob es den Game Winner gesehen hat oder was der Führungswechsel gesehen ist, aber zweimal ist es plötzlich mega laut geworden da noch. Und ich habe gemerkt, okay, jetzt ist, glaube ich, was Grosses passiert gerade. Wie gesagt, wir haben es ja nicht so, also ich hätte es nicht so predicted gehabt, aber ja. Ganz stark. Ja. Echt mega starke Leistung, wie die Adjustments gegriffen haben und so können den Sieg holen gegen Broncos. Also, die letzten Leute haben mir gesagt, ja, du hast sich respektive jemand von unserem Verein ist zu mir gekommen und gesagt, als das Spiel losgegangen ist, so, hey, hast du den Ladies, hast du das ernsthaft gemeint, dass du gesagt hast, ich werde Schweizer Meister? Oder hast du es jetzt einfach so aufbauen und gesagt, das Floskeln und hast gar nicht daran geglaubt, oder? Gut, dass Meister wirst und beides gewünscht, die Spiele müssen zuerst passieren, aber dass man Broncos schlägt, bin ich absolut überzogen gewesen. Und das war dann der Fall gewesen, wo der sechsseitige Scouting-Report von unserem Headcoach gekommen ist. Der hat ja sonst schon darauf eingestellt gehabt, hey, aber der hat wirklich jedes Line-Up von den Broncos genommen, jedes. Ich will jetzt gerade nochmal schauen, auf der WO-Cam hat 90 Highlights gemacht auf der WO-Aufzeichnung von der letzten Begegnung. Dann wirklich, wenn es 11 von den Broncos seitlich steht, dann bewegst du dich da durch und wenn sie gerade das Line-Up machst, dann machst du die Route. Weißt du, wirklich so jeder Anleitung in die Hand drückt, also das Line-Up, die Bewegung, das Line-Up, die Bewegung. Und das ist so beeindruckend gewesen. Weil wir haben ja gewusst, vor der Saison haben wir gesagt, mit der Saison haben wir gesagt, sind Broncos gut by default, weil die Zürcherinnen sich gesplittet haben, Warriors und Rookie QB und so, oder sind sie effektiv besser geworden? Dann müssen wir sagen, nein, es ist ein Stück weit beides, ein bisschen by default, aber sie sind auch besser geworden. Nichtsdestotrotz hat es mich überrascht, dass sie wirklich ungeschlagen geblieben sind, weil sie gewisse Defizite im Scheme gesehen haben trotzdem. Und dass es niemand hat können ausnutzen, ist eigentlich für mich überraschend gewesen. Aber nachher gehst du in ein Play, gehst in ein Match und dass dann Leo einen Pick macht, wo. Also, da werden wir noch anladen, weißt du, wo der Receiverin von den Broncos dort hängt und Leo pickt ihn so noch mit der Schulter und rennt zu. So Zeug muss dann einfach passieren. Athletische Plays, egal wie gut ich vorbereite, schon, dass die tiefen Bälle alle gefangen worden sind und so von einer Joya, von einer Leo, das war mega stark gewesen. Aber ja, ich bin eigentlich optimistisch gewesen und. Der Galando Broncos Ladies, einfach wirklich trotzdem noch Gratulation, weil sie haben schon eine riesige Saison gespielt und sie sind auch wirklich mega, mega faire Sportsleute. Auch der Ola hat gerade gratuliert, dann auch zum Titel und so. Und das, ja, das ist eine coole Truppe und schön sind sie. Haben sich entwickelt, das hätte ich ihnen nicht gegeben. Ich denke, sie haben ihre Ceiling erreicht und sind ja doch besser geworden. Mhm. Jo, vielleicht laden wir das noch an, weil wir haben es mit WO aufgenommen. Genau. Was ich übrigens allen würde gerne mitgeben, also wenn ihr so Aufzeichnungen habt von Sachen, die nicht im Livestream waren, wäre es cool, wenn wir das noch auf YouTube könnten sehen. Jetzt so ich denke, wir nehmen unsere Kamera nicht mit, das ist ja nicht nötig, wenn es einen Livestream gibt. Prompt bricht er ab am Schluss von unserem Spiel. Jetzt haben wir nicht alles drauf. Ja. Ja, und die haben ja gewusst, dass er nur auf Feld 1 bleibt, oder? Ich meine, ja. Nicht wie die anderen. Wir haben es gewusst. Eben. Ja, genau. Nicht wie im C und so, ja. Ja. Nachher sind wir zum Final gekommen. Final. Zürich Renegades, Winterthur Warriors Ladies, 27 zu 25. Schlussendlich. Fit Warriors Ladies, Back-to-Back Champions. Was für ein Spiel? Auch da frage ich euch. Was ist euer Eindruck? Also, darf ich gerade das Zepter an mich reissen? Erster Eindruck von mir. Ist gsi, dass sowohl im Halbfinal wie auch im Final haben die Warriors je 4 Touchdowns gemacht. Sie haben nur einen einzigen Extra Point nicht gemacht. Und jetzt hier in diesem Spiel ist es genau das gsi, was den Unterschied gemacht hat. Also auf Extra Points sind sie mega parat gsi. Und, der Shanti hat da wirklich, also, das ist eine rechte Leistung, 7 von 8 Extra Points machen, das ist wirklich stark und das hat genau, eben, es hat den Unterschied gemacht. Ich finde, erster Play überhaupt gerade, oder? Damals Schlüssel läuft über die Mitte, Peng, Touchdown und den Extra Point gerade gemacht. Schon mal recht eine Ansage, eigentlich, wenn das Spiel gerade so anfängst. Ich finde auch, Noemi hat das Spiel mega gut
gelesen, sie sind auch wie vorbereitet gewesen, wieder auf die Slants-Posts oder was das genau sind von der Christina Birchmeier, und sie haben die gut im Griff gehabt, mit wirklich schnell reagieren, wenn sie durchgelandet ist, weil sie schicken immer, die Trainer schicken immer wie drei tief und dann Christina, die unten durchläuft, sind sie mega, haben sie genau gewusst gehabt und haben dann entsprechend reagiert. Auch Noemi hat zum Beispiel, wenn du sagst, es sind kleine Sachen, die den Unterschied machen, beim ersten Extra Point von der Renegades ist sie die, die dran ist und Deflection noch macht, wirklich einfach die Finger dran, Ball geht runter, wäre eigentlich dort gewesen. Ich finde, die Warriors allgemein haben ein mutiges Play-Call gemacht. Da einmal in der ersten Halbzeit noch ein Fourth and Long, also es waren sicher 15 Yards gewesen, wo sie irgendwie einen Triple Handover machen und am Schluss einen Run, wo du also im Normalfall eigentlich nicht machst und so. Und wirklich der Ausschlaggebende, was ich schon vorher gesagt habe, nochmal ausschlaggebende Unterschied sind die Extra Points gewesen, wo wirklich den Unterschied machen oder gemacht haben. Ja, exzellent analysiert. da gibt es gar nicht eigentlich mega viel zu anzufügen. Ich habe es auch so gesehen. Eben wie... Was? Ich habe gesagt, dass du nochmal geschaut extra, um etwas Schlaues zu sagen. Dann ich habe es nicht gesehen. Nein, ich habe es auch Glück gehabt. Ich habe es auch gestern nochmal angeschaut. Und das Gleiche ist mir aufgefallen, wie du gesagt hast, eben bei dem Fourth Down und der Run, wo wahrscheinlich auch niemand erwartet hat. Es war ja auch so eine Option gewesen, wo, glaube ich, der Shanti auch hat können rennen. Oder ja, je nach Read dann halt nochmal den Handoff geben. Und wir sind mit uns so ein, zwei Big Plays gesehen oder so zwei, drei Big Plays, die halt einfach entschieden haben. Oder unter anderem auch eben von der Lea, wo, glaube ich, da die wichtigen Catches gemacht hat. Am Schluss der Game Winner, eben das Fourth Down, wo wichtig war. Da scheint wirklich sehr, sehr gute Ball geworfen gehabt hat. Und halt die Effektivität bei den Extra Points, oder das haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen. Die Saison, das ist eigentlich meistens bei den knappen Spielen, oder was wirklich Kopf an Kopf ist, halt am Schluss entscheidend ist, die jetzt konverten. Und ich habe wirklich ein sehr, sehr entertaining Spiel gefunden, eine super Werbung für Flag Football. Und man sieht auch wirklich, finde ich, wie sich auch das Niveau Jahr für Jahr hebt und es eigentlich immer wie besser wird. Immer wie mehr lange Ball, mit uns Passing hat sich enorm verbessert. Noch vor ein paar Jahren ist noch viel, viel mehr über Run-Spielzeug gelaufen. Das habe ich sehr, sehr entertaining gefunden. Mhm. Und trotzdem haben eigentlich auch die Renegades wirklich bis zum Schluss eine Chance gehabt. Ich mag mich an als Player in ganz am Schluss, ich meine, das ist Fourth Down, wo Christina eigentlich offen ist. Und Lara wirft dann auf ein Slant, wo unten durch ist, und Christina hat so das gleiche Play, was jetzt immer was macht, was sie so einen tiefen In, was immer das ist, hinten reinkommt, hinter die Endzone und eigentlich frei wäre. Was zwei, dreimal gelaufen sind und am Schluss machen sie es wieder, aber sie wirft den Ball nicht zu der Christina. Mhm. Ja, ist wirklich ist knapp gewesen, ist spannend gewesen, ist cool gewesen. Und ich gratuliere dir, Ardi, am Schaffer, am Macher, am Vater von dem Team, zu deiner Leistung einmal mehr. Danke vielmals, wie es im Spiegelbild weiterleiten. Das ist sehr erfreulich, dass mal von dir kommt. Also ich muss sagen, für das Spiel habe ich habe wirklich mich richtig darauf gefreut, weil in der Saison ist, glaube ich, einmal 18-12 für die Renegades und einmal 18-6 oder so, wo wir gewusst haben, okay, defense-technisch ist es gelaufen, wir haben einfach nicht so können punkten und jetzt haben wir umgestellt gehabt, gewisses Playbook angepasst, Position angepasst und so. Ja, so also ein rechter Wechsel, oder, wo jetzt der Shanti gemacht hat. Ja, das ist, also weißt du, ich muss auch sagen, es ist auch, man hört das ja auch, was andere sagen, teilweise haben es auch mir gesagt und nicht so gut über unsere Frauen geredet haben mit Season. Für uns ist ja klar gewesen, das ist auch nicht der Farce oder so, irgendwie nur dahin gesagt. Wir haben gewusst, wenn die Playoffs kommen, dort zwei gute Tage gehabt. Und irgendwann mit Season haben wir ja, nicht mal mit Season, ein bisschen später, haben wir QB-Position umgestellt, Receiver umgestellt und so. Ein Leo bekommen, der erst zwei Minuten Football spielt und den entscheidenden Touchdown gemacht hat. Das sind einfach so Ergänzungen gewesen, die wir gemacht haben. Aber weißt du, dass Amelie sagt, okay, ich gehe auf den Slot und dann, sie hat ja so viele Punkte an diesen Playoffs. Weißt du, es ist nicht so, das Gefühl von, ich bin degradiert oder sonst, aber sie hat sich sogar noch besser können entwickeln auf dieser Position. Das war mega cool gewesen und dementsprechend tolle Leistung. Was für mich beeindruckend war, auch da wieder die Elena, du hörst auf dem Livestream, sie callt relativ viel, also sie sieht mega viel, was passiert, oder? Hat eigentlich auch die Defense gut eingestellt gehabt. Nur eben, dann passiert so etwas wie das erste Play, wo die Leute dann halt einfach
sich überrennen lassen oder die Tackles nicht machen. Das ist sicher etwas, wir haben irgendwann müssen sagen, du, dass ein Chrissy zweimal Punkte oder so, mit dem musst du mittlerweile fast leben, das ist so eine krasse Maschine. Das ist, du kannst das gar nicht das ganze Spiel lang ihren nichts zugestehen, das ist fast nicht möglich. Und das, was du vorher gesagt hast, das ist auch ein Augenmerk gewesen. Wir haben die angefangen so Lärm machen, wenn Renegades in Offense gewesen sind, wie du es halt so kennst, oder? Und irgendwann hat das Spieler im Fuß gesagt, macht das nicht, weil sie sagen Crosses an von der Chrissy. Und das habe ich... Das ist ja dann lustig. Lärm machen. laufst du denn gut? Ja, würden die Betrunkenen vom Team Cardinal von der Seite reingrölen. Das kennt man ja auch schon von der Saison. Genau. Aber das hat im Fall so viele Leute gesagt. Ich meine, eigentlich ist es ja ein absolutes Trauerspiel, schlussendlich, wenn du siehst, dass irgendwie Blackbirds sind dort, spielen im Finale. Nicht mal, das sind vielleicht zwei von den Nightbirds noch und so und sonst interessiert sie. Also weißt du, dass Renegades Lärm gemacht haben, dass unsere Leute parat sind und so. Habe ich schon stimmungsmäßig cool gefunden. Also es hat eine Menge Spiel gegeben, wo einfach niemand drüber war. Und ja, wir üben noch den Fans. Das stimmt. Wir tun das ja, du weißt, dass man nicht aufs Feld laufen während das Spiel am Laufen ist. Ja. Auch wenn man mega laut ist. Ich weiß nicht, wer auf dem Feld war. Ja, also. Ich würde wieder reintorkeln dort, also lieber die Aber, wie gesagt, jetzt muss ich schnell etwas wiederholen. Da, das ist natürlich, das sind, dass man gönnt und so, ist ja lässig, ist mir schön. Etwas vom Schönen, wo wirklich halt auch war, ist, dass da, wie gesagt, das Bild, das von unserer Sideline war, ist, dass einfach so viele Leute rum sind und völlig gehypt, dass unsere Ladies so spielen. Und schau, bevor die Haders etwas sagen, schau, meine Füße. Nein, überhaupt nicht gesehen. Out of bounds. Einmal mehr out of bounds, ne? Ja, nein, ist gut. Also auf jeden Fall, nochmal zu unserem Fachgespräch zurück, oder? Ja, eben, was laut geworden ist, haben die Ladies gesagt, sie sind nicht so laut, wir sagen Crosses an. Oder von denen. Und das ist genau das, was du gesagt hast. Okay, das ist nicht. Die Frauen reklamiert, die sind wieder zu laut gewesen. Hm? Ja? Nein, was ist, muss ich noch sagen, was ist noch gewesen? Etwas, ein Thema, das ich jetzt da will sagen, ich habe Soli Rinos eine Nachricht gemacht und respektive, wir haben das nach dem Spiel auch persönlich bin entschuldigt. Ich bin nach wie vor nicht einverstanden mit dem, wie sie das Spiel gecallt haben. Aber wir haben dort während dem Match habe ich mal übergerufen zum Julian und gefragt, was das soll. Und hat er so gemacht. So, wie hast du das gefragt? Also umpöbelt, auf Deutsch gesagt. Aber Julian! Nein, schau. Nein, Bro. Ich habe 4 oder 5 Illegal Contacts gezählt. Und einer davon war der erste Halbzeit. In der zweiten Halbzeit sind so viele Illegal Contacts geflogen, oder? Wo muss ich sagen, hey, das ist die härteste Strafe, die es gibt in diesem Sport. Und 2 davon sind wirklich nichts gewesen. Und einer davon, und der ist der Moment gewesen, wo ich dann am Julian übergerufen habe. Wir sind vorne. Die Lea macht genau den Run, weißt du, hinterher gehen, sie rennt durch, sie rennt auf Pylon zu. Und wird dann schiesst der Safety von der Renegades über und knallt sie raus. In dem Moment spickt der Pylon weg. Sag Bro, hat sie Pylon berührt, dann wäre es ein Touchdown. Und sonst ist klar illegal Contact. Und die Begründung von der Rinos war, sie war zum einen draussen, die Lea, und zum anderen hat sie wollen jumpen. Und wir haben das Spiel von 2 Perspektiven haben wir aufgenommen, das war nicht der Fall. Sie sind vor ihr durchgerannt und die von der Renegades knallt sie raus. Das war kein illegal Contact, aber dass Lara als Blitzerin vorbeigeht am Spiel, kommt nochmal von der Seite rein, um das Tackle zu machen und rennt so in unsere Receiverin hin und unsere Receiverin kommt illegal Contact über. Ich bin einfach nach wie vor, bin ich mit diesen Calls nicht einverstanden und ich meine, eben, wir haben dann den Touchdown nicht bekommen, im Gegenzug punktet Renegades und gehen in die Führung. Das sind schon heavy Entscheidungen gewesen. Aber auf jeden Fall, was ich da nochmal möchte sagen, Disco Ritter, Julian, Ralf und Roy, wir entschuldigen uns, also ich entschuldige mich nochmal, weil es sind Leute, die nicht in der Teamzone waren, nicht zum Kader gehören, hinten geschrien, 2 haben geschrien, Schiri sind scheiße.
Mit diesen beiden bin ich nochmal persönlich zu denen gegangen, die haben sich vor Ort entschuldigt. Also, dass sie uns das übel genommen haben, dass Leute reinrufen, ja, wie gesagt, inhaltlich bin ich nicht eurer Meinung, aber das Wie und Wo ist, muss auch angebracht sein und von dem her. Gerade Julian ist einer der coolsten Typen, die ich kennengelernt habe im Football. Das hat mir gerade. Ich weiß, wie ich bin. Ich bin eigentlich harmoniebedürftig und nachher stresst mich das. Wenn, aber pass auf, da kommt halt der wahre Ding, der wahre Art ist. Der Shannon Sharp sagt ja: Three people tell the truth. Kids, angry and drunk people. Also angry people, drunk people. Ja. Wobei ich nicht drunk war, bin auch nicht angry und ich bin kein Kind. Angry vielleicht, ja. Weißt du es denn noch, weißt ja, aber. Aber lass mal, ich finde es natürlich find ich gross von dir, schön, dass du dich entschuldigst. Aber weißt du, was geil wäre, wenn wir doch, wenn dir da die Video zusammenschneidet und wir die dann gerade so im Hinblick auf eine Ref-Klinik oder was auch immer dann wieder kommt im nächsten Frühling, dass man so Sachen kann besprechen, dass man ein Beispiel hat von, absolut. Und, von Situationen. Und, ich muss das über die Refs sagen. Ich finde nach wie vor der grösste Fehler, Ref-technisch, war, dass letztes Jahr Mid-Season, ich verstehe die Beweggründe vom Kick, aber dass es Mid-Season kommt, wir werden jetzt auf das müssen das schauen. Das ist nicht vom Kick, wo dazu muss. Das ist international. Ja, gut, aber das oder ist ja, international. Aber weißt du, schlussendlich, dass die Nachricht kommt, Mid-Season, jetzt wenn wir speziell auf das schauen, das hat die Leute nach wie vor so übersensibilisiert. Weißt du, und ich meine, es gibt da Jets haben zum Beispiel auch zwei Legal Contact gegen uns nicht pfiffen, weil die anderen sind voll hart hin und die haben Jets haben nachher gesagt, ja, sie hätten müssen pfiffen, sie haben halt auch noch so ein bisschen andere Prägung von dem, was ist Football für sie. Aber es gibt Schiris, die sind so sensibel, sobald jemand umgeht, ist gerade Legal Contact. Und das, wir haben ja mal einen Beitrag dazu gemacht, also gesagt, floppen jetzt die Leute oder nicht. Ich hoffe, man könnte das irgendwie mit Legal Contact nochmal in verschiedenen Situationen anschauen und das nicht mehr so krass häufig pfiffen. Weil, etwas muss man auch sagen, der Punkt mit, wir pfeifen es auf beiden Seiten gleich, ist erstens praktisch nie möglich und zweitens kann trotzdem ein Nachteil entstehen. Was meine ich damit? Wir haben bei den Jets gegen Bouncers, hat unser Blitzer anscheinend kurz, also der, der den Blitz gemacht hat, haben Bouncers gesagt, hey, der macht nur 5 Yards, nicht 7 Yards. Hat einer von uns gesagt, ja, er macht es auf beiden Seiten gleich. Und dann hat der Urs Fessler absolut richtig gesagt, wir gehen mehr under center als Jets. Also ist ein Nachteil. Wenn der Blitz kürzer ist, mag sie das auf beiden Seiten gleich machen, aber die sind nicht mehr in der Shotgun. Oder weißt du, so aus dem raus, es gibt so Sachen, ja, müssen wir vielleicht halt nochmal anschauen. Für all die, die zuhören, die wenigen Leute, Yards sind kürzer als Meter. Ein Yard ist, ich bin nicht ganz 100% sicher, aber es ist glaube 93 cm. Es ist etwas weniger als ein Meter. Wir haben da einmal einen Chef, der 8 Schritte, aber 8 Meter gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, ja, weißt du, schon länger als ein Meter. Nein, es ist weniger lang. Also, wenn du Meterschritt machst, bist du eher in der 6er Region als in der 8er, definitiv. Einfach so. Das war so lustig, dass, wo ihr so. Ich komme zu eurer Sideline, Gott verdammt, wieso macht der 8 Schritte? Aber seine Begründung war auch, ich mache aus beiden Seiten gleich. Und ich habe schon das ganze Jahr 8 gemacht, das ist trotzdem falsch. Ist gut, dann machst du auf beiden Seiten 8. Aber vielleicht einfach so für die Zukunft können wir dann weniger machen. Anyway, sind wir jetzt schon fertig mit dem ganzen Podcast? Ja. Ja, Arthur, jetzt ist du nicht lang. Ja. Ich will einfach nur sagen, wir sind jetzt so abgewichen vom Dings. Es ist einfach ein brutal geiles Final gewesen. Führungswechsel 3 Minuten vor Schluss. Warriors Ladies kommen nochmal zurück und punktet. Es ist Wahnsinn gewesen von beiden Teams und ein mega, mega, mega cooles Final. Das, was der Sedi gesagt hat, ist absolut Werbung für den Sport. Und es ist auch, was interessant ist, wir haben den Zuschauer, der ist dabei gesagt, und das ist jetzt wirklich ein Sport, wo, weißt, es gibt teils Diskussion, ist Frauenfußball gleich attraktiv wie Männerfußball und so. Das ist ein Sport, wo eben erst kann über das halbe Feld bomben, die anderen fanden, die Lea und so, und das ist einfach entertaining, auch athletisch entertaining, mega, mega geil gewesen. Gut, dann gehen wir zur B-Liga, oder? Das Highlight C kommt am Schluss, oder wie? Jetzt kommen wir zum C.
Ah, jetzt kommen wir zum C. Gut. C Slow hat light. Angefangen mit Vienna Jets gegen Blackbox Uni Bern. Ein saftiges 46-0. Wie der Sedi würde sagen, wie der Philipp würde sagen, zerstört. Piep. Und so weiter. Wenn du noch irgendetwas beitragen zu dem Spiel ist. Ja, look, offensichtlich ein Klassenunterschied. Ganz eindeutige Jets sind haben da nicht wollen spielen. Also nicht mit sich spielen lassen, sondern haben einfach das Zeug durchgezogen. Gibt es nicht viel zu sagen. Es ist nichts gelaufen. Und es ist jetzt nicht so, dass irgendwie nur der Christoph Hofer oder so Touchdowns gemacht hat. Er hat sicher wieder mal gepunktet, aber es war wirklich jetzt so ein bisschen Teamleistung gewesen. Ich glaube, es war auch Revenge gewesen bei ihnen. Sie hatten die erste Niederlage von der Saison, glaube ich, gegen Blackbox gehabt. Und dort haben sie, glaube ich, noch gestackt gehabt mit Team, mit Spielern vom Team Gold. Und ich glaube, das ist ihnen schon noch recht aufgelegen. Und ich glaube, da haben sich auch einfach ein bisschen der Frust von dem Spiel, von der Seele gespielt. Und was man halt gemerkt hat, oder, es ist ein anderes Team von der Blackbox gesehen, als zuvor gespielt hat in der Wildcard-Round. Und dementsprechend halt wesentlich schlechter, weil ihre ganzen Spieler, die halt bei Team Gold gewesen sind, nicht mehr können eingesetzt werden an den Playoffs. Aber die haben ja nicht können. Du kannst nicht Playoff, weil Wildcard ist ja Playoff. Sie können nicht, dass sie gespielt haben für Gold und nachher eine. Doch. Wait, what? Ja, und das ist der grosse Punkt. Also Blackbox, also nein, warte, ich muss etwas sagen. Wir werden ja den Flag Day haben, wo wir wieder so Anträge stellen, Regeländerungen und die Sachen diskutieren. Und was jetzt schon klar ist, ist unter anderem Buzzards, aber auch andere Teams, die werden sich zusammenschliessen und Ideen ausarbeiten für einen Vorschlag, dass man das Stacken weniger kann machen. Dass man da höhere Hürden hat. Man hat eine Playoff-Hürde gehabt, dass du dann, glaube ich, 5 Spiele statt 3 Spiele musst gemacht haben. Aber, und jetzt kommt es, die sind zum Winter gekommen und dann habe ich gesehen, dass ihre QB eigentlich im B-Team spielt. Und der sitzt jetzt da ein und gesagt, hey, das dürfen wir nicht, das ist ein Playoff. Also respektive nicht, der dürfen nachher nicht mehr bei uns spielen. Dann hat gesagt, doch, das ist möglich. Ja. Dann sind wir den Gervasi gefragt. Und Gervasi hat gesagt, in dem Fall greift die 48-Stunden-Regel. Wildcards sind vor den Playoffs. Wegen dem haben sie ihn dürfen einsetzen in der Wildcard, aber dann nicht mehr in den Playoffs. Und nachdem es halt zu null abgeschlachtet worden ist, hat es das wie beführt, dass die Leute sagen, okay, die haben die ganze Saison gestackt, oder? Ich habe nicht alle Spiele von ihnen gesehen oder so, aber das ist schon. Schau, es gibt legitime Gründe, wieso man mit Spielern tauschen kann. Teilweise hast du Verletzungen oder du tust Junioren anführen, die dann wieder in ihrem Team spielen, die Frauen mal Mixed spielen lassen. Du musst einfach machen, dass in den Playoffs, egal, wenn du Wildcard hast, das zählt einfach als Playoff und dann kannst du nicht für verschiedene Teams spielen. Also genau, dort ist es eben übertrieben worden. Dort hat man eine gewisse Linie überschritten, die dann nicht mehr okay war. Und der Gervasi hat ihnen gesagt, ihr dürft, aber es kommt nicht gut an, wenn er das macht. Ja. Das ist schon. Also der Punkt, ich verstehe nicht ganz, wieso dass du es machst, außer die Spieler vom B sagen, wir brauchen noch ein Aufbautraining im Sinne von, wir wollen jetzt da zwei ein Team schnell zerstören, damit wir uns besser fühlen für die Woche nachher. Alles andere kannst du gar nicht erklären, weil es kommt ja nicht darauf an, sie können ja nicht mehr absteigen oder so. Wieso? Also zum Gewinnen und nachher ein Verlieren bringt dir ja auch gar nichts. Macht ja keinen Sinn. Ja, eben von dem her. Ja, da. Okay, und general Reminder an alle, falls ihr Anträge habt oder so, macht das rechtzeitig, dann ausformuliert und vielleicht querchecken noch mit anderen Teams, dass man an dem Tag sinnvolle, gute Anträge haben, wo wir können dann hoffentlich alle durchführen. Das letzte Mal haben wir also einen Vortag gehabt, gell, wo wir besprochen haben. Und dann nachher haben wir aufgrund von dem Vorbesprechung, wo nur Flex-Teams teilgenommen haben, haben wir ja so Vorschläge ausarbeitet und dann die vorgestellt an denen. General Assembly, wo ja auch Tackle-Teams dabei sind, weil das muss ja immer von denen abgesegnet werden. Genau, aber es ist schon zum Flag Day haben wir ja schon Ideen müssen ausarbeiten. Weißt du, zum Beispiel das mit den Pylons, dass jeder die eigenen Pylons mitnimmt, das ist die Idee von Ralf Drachsel, das ist super geil, oder? Von dem her machen wir das. Dann ist das andere Halbfinale gekommen, ja. Eben, du hast gesagt, die Zeit ist schon mega vorgeschritten, oder? Können wir...
Ist immer gross. Ja, 24-40 haben wir verloren. Ja. Absolut. Wieso verloren. Hast du so schlecht gespielt? Hey, ich habe einen schönen Drive gehabt. Da tun wir auch. Nein, was soll ich sagen? Die absolut bessere Mannschaft hat gewonnen. Sie sind uns. Sie haben so vier Plays, die sie machen, aber die haben es mega gut gemacht. Sie haben sich mega gut auf uns eingestellt. Und Leute, die von uns schauen gekommen sind, haben gesagt: Hey, wieso haben wir rotiert? Wir haben 15 Spieler dabei gehabt, was wir sonst nie gehabt haben. Und wir haben gesagt: Jeder, der kommt, hat gleich Spielzeit. Mhm. Ich habe schon gemerkt, es ist ein bisschen schwierig, um einen Rhythmus zu finden. Wenn du reinkommst, bist vielleicht zwei Drives draus und dann kommst du wieder rein und so. Aber das alles sind Side Notes, weil sie sind uns taktisch überlegen gewesen. Sie haben es im Griff gehabt, sie haben mehr gut gespielt. Und ja, der Phil ist so unser taktischer, strategischer Leader in dem Team. Was die Bouncers geworden sind, hat er gesagt, von allen Teams am wenigsten gerne Bouncers, weil die bereiten sich am besten auf uns vor. Das haben sie auch gemacht. Und etwas möchte ich noch sagen, die Leute sind nach... Weil ihr seid ja nicht genug gut vorbereitet sind. Nein, wir haben Execution. Wir waren zu ungeduldig und zu viel rotiert und so. Aber eben, die Leute haben dann noch gemeint, ja, ihr habt doch nicht wollen aufsteigen. Und ich gesagt, ich habe die Jungs gefragt. Ich gesagt, wenn ein paar du nicht aufwenden, dann gehen wir auch nicht an die Playoffs. Und das ist nicht fair, wenn wir den Bears und den Buzzards den Platz nehmen. Auch wenn wir so spielerisch verdient haben und wissen, ja, wir wollen eh nicht und es interessiert uns eh nicht, wir tossen zu spielen und die Jungs können nicht gehen. Das ist mega unfair. Also, weil wir gegangen sind, haben wir auch wollen gewinnen. Wir haben alles wollen gewinnen. Das ist kein Thema und wir haben es nicht geschafft, weil sie besser gewesen sind. Manchmal ist es so einfach. Ja. Das ist wahr. Und nach dem Finale, Bouncers Jets. Ich ist nicht mehr darauf achten, weil eh beide aufsteigen. Es ist nur noch pro forma, ja, wer dort gewonnen hat. Ja. Und ja. Jets gewinnen mit einem Touchdown. Und Bouncers, ich habe noch mit einem von ihnen geredet gehabt. Mhm. The Name Escapes Me. Wo mir gesagt hat, sie haben wirklich bis zum Schluss eine Chance gehabt. Ich glaube, ganz am Schluss, letzten Drive. Und haben es dann nicht können. Also, haben es dann halt nicht geschafft, nochmal zu scoren. Ja. Sonst wären sie, hätten sie gewonnen. Aber sie sind, glaube ich, echt happy mit dem. Also. Sie sind wirklich ein Phänomen irgendwie, weil am Anfang ziehen die Jets ein bisschen weg. Also wir haben das Grafter-Spiel. Und die Jets haben recht viel liegen lassen, weil es sind ein paar Tiefe gerade auf den Chris gekommen und hat irgendwie nicht so einen guten Tag, also Tag im Finale, so hat ein paar von denen ganz lange hätte können fangen, die er nicht gemacht hat. Und dann denkst du, aber es ist trotzdem gelaufen. Und irgendwann, so durch ihre beständigen Plays, kommen die Bouncers rein, Joel, der 3 Touchdowns macht, sind plötzlich wieder da. Und es war mega knapp, gewesen, mega interessant. Und weil ich vorher Refs kritisiert habe, wir sind Ref-Crew gewesen und wir haben einen grossen Fehler gemacht. Und den haben wir im Nachhinein festgestellt. Und so kritisch muss man sein, wir haben gesagt, wir gehen zu fünften, wir stellen nicht 4 Refs, weil es ist das Finale, einer hat immer die Mittellinie und der andere geht hinter und so. Weißt du, dass wir mehr sehen vom Spiel, dass wir gut vorbereitet sind. Jetzt, was ist passiert? Bouncers sind vorne und sie können mit Kneel Downs können sie Zeit ablaufen lassen. Aber was machen sie? Also Jets, sorry. Jets kommen den Ball über, sie gehen gerade aufs Knie. Sie warten nicht, bis der Blitzer kommt oder so. Sie gehen gerade aufs Knie. Bouncers nehmen Timeout. So geht das weiter, oder? Und das habe ich erst im Nachhinein gecheckt, weil jemand von den Bouncers mich darauf hingewiesen hat, hat noch unseren Ref gefragt. Es sind noch 4 Sekunden zum Spielen. Snap kommt, die Lüsche geht gerade aufs Knie. Dann macht unser Ref diesen da, oder? Dann haben Bouncers gesagt, nein, weil er nach 2 Sekunden aufs Knie ist, ist das Spiel noch nicht fertig gewesen. Das ist nicht ausgelaufen. Sie hätten noch die Chance auf ein Hail Mary müssen bekommen. Was tatsächlich stimmt. Mhm. Ich habe nach unseren Ref gefragt und gemeint, nein, es läuft hier durch. Und dann haben gesagt, nein, es läuft nicht durch. Mm-mm. Das habe ich leider im Spiel also, nicht gecheckt. Also Fourth Down haben sie das gemacht gehabt, in dem Fall? Ja. Das kann ich ja. Noch, ja. Und das habe ich leider nicht gecheckt in dem Spiel, sonst hätte ich aus dem Head Ref etwas gesagt. Und das ist ein Fehler, der uns passiert ist. Klar, jetzt kann ich sagen, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Hail Mary hinter einer Bombe gegen Jets. Nichtsdestotrotz war es ein gröberer Fehler gewesen. Und ja, scheiße vor uns. Katastrophal. Ja. Katastrophal ist ihre Leistung. Ist so. Dann noch 5 Yards mit dem Blitz. Und zum Glück bin ich in den C. Wenn du nachher müsstest, go B-Refen, das wäre ja dann wirklich.
Auf jeden Fall, beiden Teams herzliche Gratulation zum Aufstieg, Jets. Ihr sind Champs von der Harvian FFLC. Herzliche Gratulation. Mega geiler Match, mega geile Saison. Hey, und die Bouncers sind als Sixth Seed, oder? Ursprünglich, sehe ich das richtig? Ja. Aufgestiegen, ja. Und was man auch muss sagen, oder, herzliche Gratulation erstmal an beide Teams. Wirklich mega Leistung. Und vor allem ist so, ich sage mal, bei den Jets, da haben wir ja schon Anfang sehr so gesagt, hey, Top-Team, alles erfahrene Spieler, viel Use und Tackle-Football, physisch auch alle parat. Und Bouncers sind eigentlich ein Team, wo, ich glaube, der grösste Teil sind Rookies, haben neu angefangen, Football spielen, und haben sich wirklich extrem entwickelt durch die Saison. Ich meine, Anfangssaison, wir haben sie, glaube ich, manchmal nicht so ganz auf dem Radar gehabt, aber haben sie noch nicht ganz so die Leistung gar nicht gekriegt und sich aber eigentlich kontinuierlich gesteigert. Und sich dann am Schluss mit so einem super Playoff-Tag belohnt. Jetzt muss man sagen, wenn man zurückgeht oder im Podcast, weil ich ja ich die Liga C vorgestellt habe und ich habe ja Jets auf 1 gehabt und Bouncers auf 2 und ich glaube Cardinals auf 3 und Blackhawks auf 4. Ich möchte einfach sagen, gewisse Leute kommen einfach besser daraus. Also, jetzt einfach. Nicht so Leute, die Warriors gehen, den ATA-Titel tippen und so. Ja. Ja, und ja, mit dem gibt es auch Experten und es gibt solche und solche. Oder? Und zu den Bouncers möchte ich noch sagen, sie sind für mich ein mega faszinierendes Team, mega erfreulich zum Zuschauen. Wir sind eines von den, wie sagt man, der meisten Diversity. Frauen, Männer, jung, alt, gross, klein, was geil, was es so krass durchmischt und es funktioniert so gut. Mega, mega geil. Und ja, und etwas, was man muss sagen, Urs Fessler ist reingekommen gegen uns. Rat mal, für welches Play, Philipp? Fürs Kneeldown. Schönste Play im Football hat er sich gegönnt gegen uns. Und, ja, sehr geil. Ah, Gott sei Dank habe ich es rausgefunden. Ich habe nervös gemacht. Aber ich bin Experte. In Anbetracht der Zeit, oder? Gehen wir jetzt mal auf Playoffs in der Harvey NFL B, oder? Cool. Korrekt. Am 10. gestartet Blackbox Uni Bern, 41 geschenkt sie der St. Gallen Wolfpack, wo sich mit 16 Punkten gewehrt haben. So wie ich gesehen habe, hat HSG nicht viele Spieler dabei gehabt. Habt ihr irgendetwas gesehen? Nein, von selben Spiel habe ich nie gesehen. Aber das ist eigentlich mehr oder weniger wie erwartet ausgegangen dann. Oder? You? Dann Spartans Navy gegen Rafts Bulldogs. 50 zu 33. Das müssen wir, glaube ich, eigentlich gesehen haben. Kann man respektive, oder? Das ist doch eins von denen, wo gestreamt worden ist. Genau, ja. Ja. Also, das hätte ich erzählt. 50 zu 33. Was ist denn da abgegangen? Ja, ich würde sagen, die Offenses haben beide viel Punkte gehabt. Offenses sind beide relativ gut gelaufen. Ich muss sagen, ich habe vor dem Spiel recht Respekt gehabt. Wir haben es ja schon ein paar Mal angesprochen. So, Rafts mit dem Patrick ist halt schon eine Macht. Und wenn du adjustest, adjustet er auch. Und ich habe mir gedacht, es wird noch ein enges Spiel. Wir sind dann aber doch relativ gleich, haben wir in der Defense auch können ein paar Stops machen und in der Offense kontinuierlich Punkte. Ich glaube, wir haben einmal nicht Punkte gehabt am Fourth Down, wo wir in der 5 Yards drin gewesen sind. Und sonst haben wir eigentlich immer können Punkte aufs Board bringen. Und ich glaube, so die Kontinuität hat uns dann am Schluss einen Sieg gebracht gehabt, ja, und auch das relativ gute Resultat. Nice. Ja, gratulieren kommen wir nachher noch dazu. Aber auf jeden Fall offensichtlich ein sehr, sehr cooles Spiel. Dann eine Blackbox Uni Band. Treffen auf Spartans Navy. 1-2 von der Regular Season. Puh. Grosses Final. 32-18 für Blackbox. Wie ist das gelaufen? Chilians verpfiffen. Also für mich. Als Schiri, die es verpfiffen hat. Nein, für mich ist es relativ früh recht stark in die Richtung von Bern gegangen. Ich finde, sie haben
mega ruhig ihr Zeug durchgespielt und haben einfach, also das Edi sieht zwar anders, aber also ihre physischen Voraussetzungen sind einfach besser als die von Basel. Sie haben einfach grössere Spieler. Sie haben meiner Meinung nach schnellere Spieler, so zumindest im Durchschnitt. Und sie haben eigentlich Big Play an Big Play können reihen und die Leute sind wirklich teilweise immer, also wide open gewesen. Also für mich, es hat sich wirklich so angefühlt, als wäre jetzt das so ein bisschen Kür von dieser Saison für Bern, wo jetzt sich sozusagen selber was ja nicht auszeichnet und wirklich den Aufstieg verdient hat in die Nation. Genau, ja, erstmal herzliche Gratulation an Black Box. Ja, stark gespielt, sehr gute Leistung, wohl verdient. Genau, ich habe das Gefühl, wir haben uns in der Defense ein bisschen unter Wert verkauft gehabt, vor allem was du gemeint hast mit Wide Open. Es ist jedes Mal genau das Gleiche gesehen. Der Wideout macht den Goal, der Slot Receiver macht den Post. Ich glaube, zwei oder drei Mal der Florian Schädler ist gesehen, um den Namen zu nennen. Wide Open oder einfach Easy Pass, oder? Und, das ist halt mir ein bisschen schade. Weißt du, dass mal passiert, oder wird mal verwünscht auf dem falschen Fuß, aber dass das wieder so kontinuierlich immer wieder funktioniert hat, habe ich ein bisschen schade gefunden. In der Offense habe ich natürlich mehr an den Ferrara viel zu schlecht performt, viel zu wenig Punkte aufs Board bringen, um so ein Spiel zu gewinnen. Ich habe persönlich das Gefühl gehabt, ich habe Ball oft Sport geworfen, nicht präzise genug, Ball sind zu lange in der Luft gesehen und es hat immer zu Contested Catches geführt und die haben sie halt einfach gewonnen. Dort sind, wie du es gesagt hast, Philipp, die physischen Voraussetzungen sind für ihn halt sehr, sehr gut gewesen, sie sind kompromisslos in die Ball reingegangen und ja, haben dann mehr Matchups können gewinnen. Genau. So sind wir das Verlieren vom Platz. Ja, aber auch herzliche Gratulation, wie du es schon gesagt hast, an die Blackbox Uni Bern. Jetzt ein interessanter Gegner für den Philipp in der Nazi A, aber nicht nur für den Philipp, weil er hat ja nochmal ein Spiel gehabt. Ich glaube, das nehmen wir jetzt gerade zum Anlass. Und zwar eins von den wirklich, wirklich absolut geilsten Spielen von dieser Saison. Oder von den letzten paar Jahren wahrscheinlich, die ich gesehen habe. Wie es Overtime gegeben hat. Und am Schluss mit einem Pick 6 vom Gabe fertig geworden ist. Also ich hoffe, die Spartans lässt das noch an, weil der Livestream ist ja, das Spiel ist am Laufen und der Livestream-Turm wird parallel hinterher geschoben. Das war recht strange gewesen. Aber 46:58 ist das ausgegangen. Soll ich erzählen? Ja, ich glaube, da musst du zuerst Wasser trinken, bevor du... ja, das ist ein sehr, sehr, sehr emotionales Spiel gewesen. Also die Ausgangslage ist grundsätzlich mal so gewesen, von Beginn weg. Wir haben seit Genf letztes Jahr nie mehr gegen Trinos gespielt gehabt. Bis dann eigentlich immer wieder Matchups gehabt. Man hat mal so Preseason-Games und so. Und wir haben noch nie einen Gewinner gesehen. Wir haben jedes Spiel verloren. Es war oftmals knapp gewesen, aber wir haben jedes verloren am Schluss. Und wir sind natürlich auch ein bisschen auskunft mit der Enttäuschung aus der Finalniederlage in das Spiel hinein. Und trotzdem hat es eigentlich am Anfang noch gut geklappt gehabt. Jetzt sind die ersten ein, zwei Drives sind okay gewesen. Und dann hat es angefangen mit komplett unnötigen Interceptions. Also ich habe zweimal im First Play Interception geworfen, einmal irgendwie beim zweiten oder dritten, was dann natürlich das Momentum extrem geschiftet hat und plötzlich sind wir zweimal auf der Sven Düscher, der Disco-Ritter. Ja. Disco-Ritter, genau. Scouting-Report von meiner Seite, wirf auf den Disco-Ritter. Weißt du, hat es ja kommentiert letzte Woche, wo ich gesagt habe, die eine Seite ist schwächer als die andere. Du natürlich, dann mache ich und wirfst schon wunderschön auf die Brust. Oder? Ich habe es zu wörtlich genommen und wirklich auf den Disco-Ritter geworfen. Das ist genau super optimal gewesen. Jetzt im Nachhinein kann ich lachen, wenn wir verloren haben, war es natürlich nicht so mega cool gewesen. Trotzdem nice, hat ihm wahrscheinlich die zwei Picks den MVP-Titel für Trinos beschert. Gratulation an der Stelle. Genau, nachher ist aber weitergegangen. Wir sind dann 40:18 hinten gelegen. Ganz plötzlich. Also drei Scores hinten und
ganz ehrlich, ich habe nicht gedacht, dass wir da noch irgendwas machen können. Einfach, okay, versuchen wir einfach weiter zu spielen und so. Aber ich glaube, alle haben gedacht, das Spiel ist gelaufen gewesen. Und irgendwie haben wir es dann geschafft, nochmal zurückzukommen. Wir haben es geschafft, wieder anfangen zu scoren. Auch da muss ich sagen, Props an Nadine Frey, wo mir da sehr gut zugeredet hat an der Sideline und mental sehr unterstützt hat, gefunden, ey, du musst einfach ruhig bleiben, spiel die Spiel und so. Und das hat wirklich mega viel ausgemacht, dass ich dort einfach auch wieder auf den Platz und versuchen, Play-by-Play zu nehmen. Dann hat unsere Defense kurz vor Schluss einen ganz entscheidenden Stopp gehabt, was wirklich es ist fourth down gesehen und vielleicht 2 Yards zum Go. Und unsere Blitz kann einen Sack machen. Sie sind in Bunch Formation. Defense ist mega tight dran und wir schaffen den Sack und kriegen noch 11 Sekunden. Der letzte Drive zum Spiel noch ausgleichen. Und wir schaffen es, den Pass complete, First Down zu holen. Gleichzeitig ist aber noch Roughing the Passer gesehen. Also bekommen wir nochmal 10 Yards on top. Und haben dann eigentlich noch 1 Sekunde auf der Uhr, Last Play. Wir in das Score noch schaffen, machen Triple QB Play. Und sicher können wir mit 3 Leuten blitzen. Und es ist 2 gegen 2 in der Endzone. Wir schaffen es, den Touchdown noch zu machen. Und, gleiches Spiel aus. Also, das haben wir auch gepostet auf Social Media. Kann man sich dort, nochmal anschauen. Mega emotional gewesen, natürlich. Und dann haben wir gewusst, okay, wir gehen jetzt für 1 Punkt, holen uns den Win. Wir haben ein gutes Play überlegt gehabt. Es funktioniert. Der Laurin ist wide open und ich wirf den Ball 2 Meter zu hoch. Also wirklich unterirdisch und dann auch so die gefühlsachte Bahn. Also keine Ahnung, so noch eigentlich der Deckel drauf zu machen und dann ist gewusst, jetzt geht es nochmal in Verlängerung. Und dort haben wir eigentlich gut können punkten. Also jetzt sind wir in unserem Drive relativ gut durchgekommen. Sie haben ihren Drive eigentlich auch gut gespielt, haben dann 2 Versuche von ca. 5 Yards zum neuen Endzone reinkommen. Der erste war sehr gut arbeitet vom Björn. Guter Ball gesehen, Contested Catch und da haben wir abbrechen. Und dann kommt das letzte Play vom Spiel. Und es ist ein Ball gesehen, die rechte Flat von der Rhinoceros Offense aus gesehen. Sie schicken 2 Receiver in die Zonen rein. Und der Receiver stoppt ein bisschen auf seiner Route und der Gabe kann den undercutten und so ein bisschen als Sinnbild von dem Spiel, statt dass er einfach stehen bleibt oder einfach celebrated oder was auch immer, weil das Spiel fertig ist, finisht er noch und rennt über das ganze Spielfeld und versucht, den Pick 6 zu machen. Und der Ralf chased ihm noch über das ganze Feld, obwohl er auch gewusst hat, es geht im Prinzip um nichts mehr. Und da haben wir wirklich gesehen, der Mindset, vor allem auch von denen zwei, die Competitiveness, die du gesehen hast, ist wirklich mega, mega cool gewesen. Und wirklich, ich glaube, es ist wahrscheinlich eins der besten Spiele, wo ich hier darf, Teil davon sein. Sehr geil. Also gratulieren, Sedi, auch mega geil erzählt. Das ist jetzt, glaube ich, all Hype, da das Spiel dann zu sehen, wenn ihr es hoffentlich hochladet. Und danke. Ja, ich habe es Sedi gestern gesagt, also ich bin beeindruckt, weil du hast, es ist körperlich, ist das dritte Spiel vom Tag und mental hast du gerade das Finale verloren, musst dann gehen. Rhinos, ja, gegen den Abstieg noch ein Ding. Also es ist schon, du hast gemerkt, es ist schon recht vieles, was zusammenkommt, bevor das Spiel überhaupt losgegangen ist. Und ja, sehr, sehr geil gewesen. Von dem her, ja, nicht geschaut. Bin ich der Einzige, der die Liga gekippt hat. Oh nein, gut, du hast auch gekippt, aber du kannst nicht. Champions League gibt es ja nicht, Philipp, oder? Von dem her. Doch, gibt's. Ja, wenn wir jemanden finden, der es beefert. Dann gehen wir zur Harvey NFL A. Und da muss ich sagen, ich habe im letzten Podcast mir nicht dabei gesehen, aber ich konnte wetten, dass Mockingbirds im Finale werden sein. Da hätte ich können wetten drauf. Mockingbirds sind gekommen und doch, haben 27-33 verloren. Was ist passiert? Ja, das ist ja auch ein sehr spannendes Spiel gewesen. Wir haben den Ball bekommen am Anfang, haben gescored, dann es ist einfach hin und her gewesen. Und dann sind wir intercepted worden, glaube auf dem zweiten Drive, bei einem unglücklichen Ball, der Receiver eigentlich offen ist, aber er schlägt ihn dann auf und der Verteidiger wirklich unbedrängt in die Hand. Und ab dort sind eigentlich
Pikes dann in Führung gsi. Unsere Defense hat dann in der ersten Halbzeit doch noch zweimal können stoppen. Und dann zu der Halbzeit sind wir mit 1.15-14 vorne gsi. Wobei ich jetzt so rein gefühlt, wir sind dann zwar vorne gsi, aber rein vom Gefühl her, ganz anders als im Halbfinale wie letztes Jahr, wo ich das Gefühl, sind wir zwar, glaube ich, hinten drin gewesen, ich weiss nicht, aber es hat sich immer so angefühlt, als wären wir die bessere Mannschaft. Und ich jetzt gefunden, hat sich es nicht so angefühlt, eher, dass Pikes wirklich das eigentlich sehr souverän durchgezogen haben. Vor allem, wenn man es dann aber jetzt so im Nachhinein anschaut, sie haben wirklich zwei, dreimal auf Fourth Down Plays gehabt, wo sie einfach am Noah mal wieder hoch geworfen haben. Und wirklich unsere Verteidiger sind eigentlich dort mit ihm. Er kommt einfach höher und der Valentino versucht noch reinzuschlagen und dann noch halb umzureissen und was er sich. Und der Ball klebt einfach an seinen Händen. Das ist so ein bisschen der Unterschied, den ich gefunden habe, hat das Spiel ausgemacht. Und ja, gegen Ende, also wir haben die Chance gehabt, wirklich ganz am Schluss irgendwie eine Minute zu spielen oder so, einen Touchdown zu machen. Third down und irgendwie 5 Yards und dann, das war eine Incompletion gewesen und nachher Fourth down, schlechtes Play Call von mir, so ein bisschen im Nachhinein. Weil sie sind wirklich in Vollpraxis, genau auf das Play, ist niemand offen gewesen und ich weiss wie nicht, wo anwerfen, bevor ich gesagt wird, werfen einfach noch irgendwie, um vielleicht meinen Receiver eine Chance zu geben, aber dann hat dann, sich meine Receiver anders bewegt, als ich vielleicht gehofft habe. Und der Mark ist dann einmal mehr genau dort gestanden, macht einen Pick 6. Ja, und wir haben dann zwar nachher nochmal einen Touchdown gemacht, das waren 27-33 gewesen, am Schluss den Pikes Kneel-Downs können machen. Aber ja, das ist so ein bisschen das ist der Unterschied gewesen, wo dann im entscheidenden Moment hat es dann nicht ganz gelangt und ihre Defense wirklich super parat gewesen. Mega knapp, mega spannend, aber und ja, und schlussendlich, also wenn ich wirklich objektiv bin, ich finde, sie sind besser gewesen. Also wir haben gut gespielt, sowohl in der Offense als auch in der Defense, weil Pikes haben ja vorher jetzt, ich glaube, in den letzten vier Spielen gemacht und irgendwie jedes Mal über 60 Punkte gemacht, oder zumindest in der Grössenordnung von dort. Von dem her Defense sprach, die Offense war eigentlich okay gewesen. Ja, hat einfach wie nicht sein sollen. Ich finde, es ist manchmal am Schluss des Tages einfach eine Mannschaft gewinnen und jetzt in dem Fall sind es halt Pikes gewesen. Ich habe mir noch das ist auch im Stream gesehen. Und ich hatte eigentlich auch das Gefühl gehabt, ihr habt eigentlich, es ist ein offener Schlagabtausch gesehen. Ihr habt sie doch auch einige Mal können vor Schwierigkeiten bringen, durch das mit den Double, Triple QB Plays, was sie doch mir kann, das zu stoppen. Und dann jetzt mitunter ist die spielentscheidende Situation eigentlich dort der Pick 6 gesehen. An dem Punkt hat es eigentlich gehabt, bis zu dann hat es mitunter wirklich alles offen gesehen, komplett offener Schlagabtausch. Und dann bricht ja leider der Stream ab und dann habe ich nachher dann leider nicht mehr gesehen. Ja. Aber etwas, wo ja, ich auch immer sage. Ja, es ist noch ein Touchdown vom Sedi, wo auch WQB, wo dann der Team über das ganze Feld geworfen hat, wo okay. Die Defense überläuft. Darum sind wir noch mal angekommen. Okay. Ich habe Pikes auch schon ein paar Mal gesehen, diese Saison, oder eben gerade auch, wenn sie gegen Warriors gespielt haben. Und ich muss sagen, was Steinwitz sagt, ja, kann ein einzelner Spieler auch wirklich mega viel bewegen, aber ich muss sagen, der Marki in der Defense, ob der rum ist oder nicht, ist schon ein riesen Unterschied. Also das, ja. Der hat einen guten Tag eingezogen dort, auch später nochmal. Das stimmt. An dieser Stelle noch kurz, ich habe mich ja dort im Vorfeld natürlich damit befasst, wer denn ihre Defense spielt und am Abend vor dem Samstag postet irgendjemand auf Social Media von den Pikes, der Marco Baldinger hat geheiratet am Samstag. Mhm, ja. Ich glaube, die sind alle gewesen, was weiß ich. Also, dass die eigentlich so eine Leistung noch anbringen. Also, herzliche Gratulation an Marco und seiner Frau. Ist eigentlich cool. Und er mit dem Marco habe ich eigentlich gerechnet in der Defense. Von dem her ist dann die, ja, hat die Voraussetzungen. Hat sich noch ein bisschen geändert. Der Marco hatte die ganze Saison nicht gespielt gehabt, bis jetzt, die letzten zwei Game Days, glaube ich. So knapp die drei Spieler eigentlich. Mhm. Aber er macht schon viel aus ihrer Defense. Das ist so. Ja, dann haben wir noch das andere Halbfinale gehabt. Blackbirds hat mit dem Bounce das recht deutlich dann schlussendlich geschlagen, 40-7. Gibt es noch irgendetwas zu sagen? Ja.
Es gibt nichts mehr zu sagen, außer dass etwa schon der Halbzeit der Freddy Episser, also es sind ja zwischen unseren Feldern gewesen, die Spiele sind ja gleichzeitig gewesen, schon angefangen zu reden hat und so ein bisschen bei uns das Spiel am Schauen war. Also das muss recht früh komplett klar sein. Ich gesagt, du, ist es bei uns so klar, dass du gar nicht musst schauen musst, was da bei euch die Defense macht? Nein, nein, das, das ist glaube ich durch. Also das ist relativ früh. Okay. Oder sehr eindeutig gewesen. Trotzdem, gute Saison von den Bouncers insgesamt, oder so, also Playoffs, haben sie das mal geschafft, was sie im Vorjahr nicht geschafft haben. Und ja, nachher haben sie aber zugeschaut beim Finale, und zwar sind da Blackbirds haben gegen Pikes gewonnen. Und ich muss sagen, es war ja zwischenzeitlich 20-7 gewesen. Ich bin mit ein paar, die ein bisschen mehr daraus kommen, als ich dort am Schauen gewesen. Nein, die haben gesehen, es ist gelaufen. 20-7 in der zweiten Hälfte. Blackbirds lassen sich das nicht nehmen, ist vorbei. Und dann ist es 20-20. 40 Sekunden bleiben die Blackbirds. Und dann sagt jemand anders, dort, der noch bei uns gestanden ist, ja, 40 Sekunden lang, ich glaube nicht noch, um etwas zu machen. Also, gegen uns haben sie... Ja, David, gegen uns haben sie letztes Jahr im Halbfinale haben sie 15 Sekunden oder so gehabt, oder 20 Sekunden, und sind noch über das Feld gekommen am Punkt. Also, das 40 ist sehr viel für die. Und schlussendlich, ihr könnt es im Livestream schauen, der Team Headref sagt noch 4 Sekunden. Der Snap geht, Dennis Sieger auf der Ferrari, all Hooks play, und sie machen es. Sehr spannend wurde schlussendlich. Am Anfang dachte ich, das ist eher eine langweilige Geschichte, also wieder eher eine deutliche Geschichte zwischenzeitlich. Ich denke, was sagen die Experten? Also, bist du sicher mit diesen 4 Sekunden? Weil ich habe gemerkt, es waren 5 Sekunden zu spielen gewesen, und sie stehen gerade kurz über der Hall, also über der Mittellinie, und dann erwartet jeder, okay, jetzt gehen sie einfach tief, aber genau, dann läuft der Epicenter out und sie kommen nochmal irgendwie 7-8 Jahre zu näher, damit sie wirklich das letzte Play können machen können. Mhm. Ein Ball sein, also dass das läufst. Ja. Und vor allem musst du auch wirklich Vertrauen haben in Chiris, dass sie nicht einfach irgendeinen Scheiß zusammenpfeifen. Ja. So, das sind jetzt 5 Sekunden gewesen, sondern wirklich, die sind parat gewesen. Ja. Ja, und dann nachher das Play. Ist eine ganz komische Verteidigung von den Pikes. Ich weiß nicht, was sie dort machen. Sie sind nicht die Endzone-Verteidigung. Also wie einfach hinten dran. Sie erwarten es irgendwie tief. Weil wenn du siehst es auch... Irgendjemand ruft bei dir im Hintergrund. Dass nein, ich bin schauen wegen der 4 Sekunden. Es war 4 Sekunden. Gewesen, ja. Okay. Ja. Ja, das ist nicht ein also der Ferrari läuft dort gerade, genau. Und er hat eigentlich nicht, ich glaube, er hat einen Option Route, nehme ich an, weil er schaut schon, bevor er drüber ist, merkt er, ich bin frei, und er schaut, und er wird wie langsamer, und der Wurf kommt dann halt nach außen, also er dreht sich dann nochmal nach außen. Es ist eigentlich krass, weil er ist wirklich frei, es ist nicht, also es ist echt nicht so gut Verteidigung gewesen in dem Moment. Was mega schade ist, weil ihre Verteidigung ist eigentlich so stark gewesen, über das ganze Spiel raus. Weil der Dennis, hat mich schon nochmal, also ich meine, sie beeindrucken einem immer mega krass am Schluss, aber wie parat sie immer sind, wenn es wirklich, wenn es drauf ankommt, wie parat der Dennis, oder einfach auch sonst, das hat noch eine Szene vorher, wo der Drive anfängt und es wird einer inbounds tacklet, weiß auch nicht mehr genau, wer das ist, und dann kommt auch der Claudio Ferrari von außen, hey, komm, oh genau, der Didier wird tackled inbounds und er versucht sich die Flaggen reinzuziehen und dann ruft der Ferrari, komm, wechseln aus, dass er schneller rein kann, weil er schon die Flaggen an hat, oder? Damit sie wechseln aus, in dem Sinn, damit sie nicht Zeit verlieren, während sich einer die Flaggen noch versucht reinzuschieben. Ja. Aber mega, mega viele so Sachen, wo zeigt einfach, wie die Erfahrung ist, wenn es wirklich der Fall kommt, wie parat sie sind. Das war super beeindruckend gewesen. Ja. Der Wurf, ich meine, ist perfekt. Er kommt genau dort an, wo er muss kommen. Er kommt genau mit der perfekten Schärfe. Aber die Verteidigung ist trotzdem einfach nicht wie... Das ist mega unglücklich. Ich habe den Dennis nachher noch gefragt, weil ich habe es gestern auch so Serie gesagt. Das ist, für mich ist es ja... wenn du in den tiefen Gefilden von der Football-Liga selber spielst, denkst du, ja, schaust du die Plays an, Nazi an und so, und das nachher schlussendlich ein klassischer All-Hooks-Play, das Finale entscheidet. Und dann hat er mir das erklärt, wie er das gemacht hat, respektive schon mit den Plays vorher, der Marki im Auge gehabt hat. Ich merke, dass der Marki so anfängt, reinzuschiessen, so ein bisschen.
Und sie haben eigentlich wollen biten auf dem, oder? Und dann hat er, eben haben sie die Plays gemacht und gesehen, er schiebt rein und hat gesagt, in dem Moment, wo der Marki reinschiebt, dann geht der Ball raus. Und sie haben eigentlich mit dem auf das geschaut, wo er sich hinein bewegt. Und das siehst du dann auch, wenn der Ferrari den Ball bekommt, kommt der Marki und dann der Weiss ins Bild, oder? Weißt du, was sie noch versuchen, irgendwie zu holen. Ja. Aber er hat eigentlich auf das spekuliert, dass der Marki ihm dort einen Meter gibt oder so und dann kommt der Ball auch perfekt und wirklich, wirklich geil gespielt. Also. Ja. Ja, das ist der Unterschied, oder? Ich meine, wir haben ja, es ist nicht ganz, ganz gleich, aber eine ähnliche Situation, eigentlich etwa ähnliche Distanz und ihr Playcalling ist in dem Moment einfach schlauer gewesen. Genau das, was sie richtig analysiert haben und ich in dem Sinne falsch analysiert habe in dem Moment. Genau, der Marc ist all over unserem Verteidigungssitz. Genau. Ja. Also wirklich sehr geil und gratuliere da an dieser Stelle natürlich auch den Blackbirds, Serienmeister, wohlverdient und auch schön gewesen, dass, ja, wenn man Serienmeister ist, das haben wir emotional so viel bedeutet. Und ja, sehr, sehr, sehr cool. Unsere coole Geschichte jetzt, oder? Das einzige Team mit 5 Schweizer Meistertitel. Ist das so? Ja, ich glaube. Sind es 5 jetzt schon? Haben Sie etwas gepostet? Ja, was Sie gesagt haben, Sie sind jetzt Rekordmeister, alleinige. Seit ich Flag Football spiele, habe ich nie einen anderen Meister gesehen. Also Pikes sagen der Fall League Ding, sagen ja, haben sie gewonnen, aber das ist ja nicht offiziell Meistertitel. Ja, vor allem wenn Blackbirds fängst, ja. Ja, ja. Wie jedem das sagt. Hey, aber hey, aber Pikes, etwas, was ich noch will. Von Corona nicht alles nehmen, oder? Ja, Pikes haben sie ja, von Corona nicht alles. Ihr seid ja gewesen. Wir haben reguläre Saisonspiele in der unteren Liga. Ne? Jetzt gehen Nazi-A-Teams sind dagegen. Ihr Nazi-A-Teams. Haben gesagt, das ist eine Fall-League, das ist keine reguläre Liga. Dude. Weil ich weiss, ich bin zum Gervasi gegangen und gesagt, ich kann ja nicht sein, dass Tackle sagt, wir spielen jetzt eine normale Liga, es sind eine Fall-League und dann eine normale. Und Nazi-A-Teams im Flag sagen, ja nein, unter den gegebenen Umständen ist es nicht möglich, athletisch optimale Leistungen zu bringen und zu sehen. Alle anderen spielen das reguläre Liga. Das habe ich nicht. Also hier, Nazi-A-Teams. Ja, aber es ist wirklich, genau. Mehrheit von den unteren Teams sind für Regular Season gewesen und Nazi-A ja, ist dagegen gewesen. Ja, okay. Also ich weiß nicht, dass es eine Abstimmung gegeben hätte. Aber ja. Maybe, vielleicht hat es eine gegeben. Du bist auch noch nicht präsent. Es hat auch einige Pikes direkt, die Spartans direkt aufsteigen. Die ist auch, die hat auch etwas anderes ausgesehen, als nachher gemacht worden ist. So. Ja. Aber, hä? Seh dich. 3 Jahre später hast du es trotzdem geschafft. Nicht am grünen, sondern auf dem grünen Feld, nicht auf dem grünen Tisch. Ja, sag nicht. Endlich. sehr gut. Das ist doch ein wichtiger Ding, sehr für uns. Ein wichtiges Ziel halt. Und ich meine, damals haben wir uns gegründet quasi mit dem Titel. Und das ist schon ein bisschen der Wermutstropfen gewesen, dass es halt keinen Aufstieg gegeben hat. Und ja, jetzt dürfen wir mit der Besten competen. Mhm. Let's go. Etwas, was ich noch möchte sagen, ist, weil jemand recht emotional war, deswegen in Vinti, hat gesagt, das müsst ihr erwähnen im Podcast und so. Es ist mega daneben, dass jetzt die Stats so sind, wie sie sind im App. Ich muss sagen, ich bin ja froh, wenn wir Halbfinal-Playoffs und so für Full-Game-App, oder? Aber die Person, die mich darauf angesprochen hat, ist nicht in die Playoffs gekommen, in der NFL C. Yeah. Und hat gesagt, jetzt haben, und das stimmt ja, Bouncers haben Wildcard und 2 Spiele in der Playoffs. Also das heißt, die einzelnen Spieler von denen haben je nachdem 3 Spiele mehr gehabt. Sind jetzt im App höher gelistet. Mir persönlich bedeutet das jetzt nicht so viel. Vielleicht, wenn wir all Pro-Wahlen machen und Leute auf Stats gehen, dann bitte achtet auf das. Aber ja, it is what it is. Jetzt also ich habe noch die Momentaufnahme. Wir können das ja vielleicht auch mal noch da, den einblenden oder einfügen. Ich habe noch die Momentaufnahme vom Ende der Regular Season mit allen Stats. Ah, oh, cool. Vor allen Ligen. Cool. Ja. Statboy, hä? Ja, ich würde auch Stats sammeln, wenn ich da die 3 besten Scorer in der Liga hat und was der Teufel. Nein, also ja. Super, also damit haben wir ASWZ Blackbirds als Nazi A Champion, Black Box Unibern sind Nazi B Champs, Vienna Jets im C und Winterthur Warriors Ladies bei den Ladies. Jetzt haben wir ein bisschen durchschnaufen. Jungs, was erwartet uns noch? Wir werden ja nicht in eine Winterpause gehen, wir machen weiter im Podcast. Ich würde vorschlagen, die Leute melden sich. Komm, hast du jetzt welche Dings auf Cancun oder was? Ja, nein, ein bisschen Winterschlaf. Ja, aber die Leute sollen doch sagen, was sie wollen sehen. Etwas, was zu mir gekommen ist, wir haben noch ganz viele Highlight-Plays, wo wir jetzt in den Playoffs haben, Wildcards und so.
können wir raushauen. Wir könnten All Pro machen, wir könnten Leute interviewen. Also schreibt uns, was euch interessiert. Dann machen wir das. Und sonst würde ich sagen, Philipp, Sedi, eure letzten Worte. Just noch einige Sachen an, denke ich. Wir haben ja in zwei Wochen, am 14. Oktober, ist der Emma Bowl. Von den Emma Buzzards. Turnier. Wo wieder wird stattfinden, weil letztes Jahr das erste Mal stattgefunden hat und jetzt ist die zweite Ausgabe davon. Da können wir sicher noch etwas dazu sagen. Was ich mir auch, was ich auch nochmal aufgreife, ist der Punkt, wo der Philipp vorhin gesagt hat, mit den Videos, wo man doch so einschicken mit so Situationen, wo man vielleicht zum Teil nicht einverstanden war und nicht sicher ist, ob das Ruling richtig angewendet worden ist. Sammle das doch alle, jeder, der Aufzeichnungen hat, und dann kann man das vielleicht irgendwie an dieser Flag Conference in irgendeine Google Drive uploaden, wie auch immer, wo man das dann auch nutzen kann für den Stefan und für die ganzen Ref-Kurs. Gut, und der Champions Bowl kommt jetzt dann auch noch mit fünffacher Schweizer Beteiligung. Darum, wie du sagst, uns gehen die Themen leider nicht aus, darum kommen wir dann auch irgendwann wieder zurück. Und damit wünsche ich euch danke vielmals für die ganze Saison, für alles, was alle geleistet haben, damit unser Sport so kann wachsen kann. Ich freue mich für all die Aufsteiger, damit sie lernen, wie es ist, im Match zu spielen, so wie Trino das letzte Woche ein Spiel verloren hat und dann aufgekommen und dann kein Spiel mehr gewonnen haben. Seri, da kommt etwas auf dich zu. Und hey, danke vielmals fürs Zuhören. Danke, einen schönen Abend. Mittag.